Ja, herzlich willkommen zurück zu den fortgeschrittenen Konzepten der Funktionalanalysis. Letztes Mal hatten wir ja mit 1.4 die Erzeugung lokal komplexer Räume ein bisschen ausgeleuchtet. Heute widmen wir uns einem etwas anderen Konzept, und zwar dem Konzept der sogenannten Quotientenräume. Das wollen wir jetzt erstmal ganz langsam motivieren und uns dann sozusagen immer so ein bisschen an entlanghangeln, wie das denn war bezüglich auch dem Beispiel, den wir schon kennen, nämlich den LP-Räumen. Da werden wir nämlich gleich einiges wiedererkennen. Und ich würde sagen, wir fangen damit einfach mal an. Also wir nehmen uns einen Vektorraum E und einen Unterraum N von diesem E. Und jetzt definieren wir uns zu x aus E die sogenannte Komenge. Und das soll einfach sein Pi von x, also so eine Art Projektion. Und das ist einfach x plus diesen Unterraum. Ja, wie können wir uns das einfach vorstellen? Ja, wir fallen immer mal in einen Vektorraum zurück, den wir ganz gut kennen, nämlich in den reellen Vektorraum. Eben zum Beispiel in den R2. Wie können wir uns das da vorstellen? Ja, wir haben hier irgendwie unseren R2 stehen. Und jetzt müssen wir einen Unterraum nehmen. Ein Unterraum muss ja immer die Null enthalten, und wir wissen, Unterräume in R2 sind immer so Ursprungsgraden. Das heißt, wir haben hier irgendwie sowas drin rumwabeln. Das ist also unser Unterraum N. Ja, und jetzt haben wir irgendwie so ein x aus E, also ein x aus R2 jetzt in unserem Fall. Nehmen wir also mal zum Beispiel dieses hier. Na, wir sehen auch sofort, das muss nicht zwingend in n liegen. Wenn es in n liegt, das ist nochmal ein Sonderfall, dann fällt nämlich die Komenge mit der Menge zusammen. Und jetzt nehmen wir halt einfach alle Elemente aus n und addieren die da drauf, sozusagen. Also erhalten hier quasi eine parallele Gerade. Ja, jetzt habe ich natürlich die Steigung. Ja, die Steigung ist günstig gewählt. So. Das hätte ich jetzt gerne in grün. Ja, und dann haben wir auf diese Art und Weise hier eben. Was ist denn mein Grünton? Ist das der? Das ist zu hell eigentlich. Egal. Dann haben wir hier eben die Menge x plus n. Das sieht aber doof aus. Momentchen. Kriegen wir hin. Glaube ich, der Tick dunkler, ne? Ja, genau. So, also so kann man sich das ungefähr basteln. Das ist also die Komenge. Das ist also im Prinzip einfach nur ein verschobener Unterraum, wenn wir so wollen. Und jetzt definieren wir dazu noch eine Menge. Und zwar die Menge E modulo n. Also so ein E und dann so ein Bruchstrich n. Und das soll einfach sein die Menge aller Projektionen Pi von x für x aus E. Na, also das ist sozusagen die Menge all dieser Projektionen hier, respektive deren Bildpunkte. Und das kriegt auch eine Nummer, das ist nämlich Nummer 1,19. Und jetzt müssen wir oder wollen wir erstmal überlegen, dass das E modulo n tatsächlich auch wieder ein sinnvoller Raum ist, weil was wollen wir im Prinzip erreichen? Wir haben hier einen Vektorraum. Und wir haben einen Unterraum, also doch algebraische Strukturen, die irgendwie sinnig sind. Das heißt, wir wollen jetzt nicht plötzlich irgendwas definieren und wir verlieren diese grundlegende Eigenschaft, ein Vektorraum zu sein. Das heißt, das Erste, was uns jetzt interessiert, ist dieses E modulo n auch denn tatsächlich ein Vektorraum? Und das wollen wir als erstes mal überprüfen. Dazu brauchen wir aber natürlich eine Addition und eine Skalarmultiplikation. Und das gucken wir uns jetzt an. Also in E modulo n definieren wir jetzt ja Pi von x plus Pi von y. Das soll einfach sein Pi von x plus y. Das heißt, wir addieren hier sozusagen einfach die Argumente. Wir wollen also hier eine Art lineare Projektion haben.
Und wir definieren des Weiteren noch Alpha Pi von x, also Alpha mal Pi von x, das ist dann die Skalarmultiplikation. Das soll einfach sein Pi von Alpha x. Ja, und wir bemerken als erstes mal, weil das E ja ein Vektorraum ist, ist das hier innen drin in den Klammern alles wohl definiert, weil wir ja auf einem Vektorraum eben inhärent eine Skalarmultiplikation und eine Addition eben auf E mitbekommen. Ja, das heißt, hier dürfen wir diese Elemente auf jeden Fall so verknüpfen, wie wir es getan haben, eben aus dem Grunde, dass E uns diese algebraischen Operationen quasi frei Haus liefert. So. Jetzt ist es natürlich so, dass diese Operationen hier noch nicht wohl definiert sind, weil es könnte ja sein, wenn ich unterschiedliche Vertreter hier aus dem Unterraum nehme, dass dann unterschiedliche Ergebnisse rauskommen, wenn ich vorher addiere. Da wir allerdings wirklich voraussetzen, dass das ein Unterraum ist und nicht irgendeine Menge. Bei irgendeiner Menge kann das tatsächlich vorkommen, aber weil das ein Unterraum ist, sind diese Definitionen hier tatsächlich wohl definiert. Also, da n ein Vektorraum, ein Vektorraum oder ein Unterraum ist, ne? Wobei natürlich hier wieder eingeht, dass Untervektorräume auch wieder Vektorräume sind. Also da n ein Vektorraum ist, sind diese Operationen wohl definiert. Und das wollen wir uns ganz kurz an der Addition verdeutlichen. Ja, wir können ja mal sagen, wir nehmen uns Pi von x, das soll sein Pi von x'. Und wir nehmen uns Pi von y gleich Pi von y'. Also wir nehmen uns jeweils sozusagen andere Repräsentanten. Dann heißt das allerdings natürlich nach Definition hier oben der Addition, nach Definition der Projektion, Entschuldigung, so rum, dass das x minus x' ein Element aus dem Unterraum n sein muss, genauso wie y minus y' ein Element von n sein muss. Naja, dann ist es natürlich so, wenn ich mir Pi von x plus Pi von y angucke, naja, dann ist es ja so, dass ich jeweils Pi von x und Pi von y durch Pi von x' ersetzen kann, beziehungsweise durch Pi von y'. Ja, und das heißt, die Ergebnisse dieser Addition sind unabhängig von der Wahl der Repräsentanten und somit ist das Ding wohl definiert, ne? Und die Skalarmultiplikation macht man eben ganz analog. Das heißt, das Ergebnis dieser Geschichte hier ist erstmal e modulo n ist ein Vektorraum. Ne? Wir haben jetzt eine wohldefinierte und sinnige Addition sowie Skalarmultiplikation. Aufgebaut. Und der Nullvektor, das ist jetzt vielleicht interessant, der Nullvektor in e modulo n, das ist gerade Pi von 0. Ja, und Pi von 0 ist aber gerade der ganze Raum n. Also das heißt, wir haben einen Raum konstruiert, wo sozusagen der Nullvektor der vorgegebene Unterraum ist. Das ist vielleicht das Ziel dieser Konstruktion, wenn man so möchte. Naja, und dieses e modulo n, das kriegt jetzt den Namen Quotientenraum. Das ist dann tatsächlich auch die Definition, die dahinter steckt. B-b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 -
gleich x plus n, also genau das, was wir oben gemacht haben, die ist dann natürlich linear. Das ist nach der Definition sofort klar hier. Und natürlich surjektiv, weil ich kann ja jedes irgendwie abbilden. Und wir können uns weiterhin den Kern von Pi angucken. Ja, und der Kern von Pi ist halt gerade der Raum n. Ja, ich sollte hier vielleicht mal wirklich Kern hinschreiben, weil sonst kommt das mit dem n vielleicht ein bisschen falsch. Ich glaube, im Skript ist das alles relativ gut auseinanderzuhalten, weil das ist ein Mathcal n, aber das kann ich nicht so gut handschriftlich. Dementsprechend schreibe ich hier jetzt mal wirklich Kern von Pi gleich n. So. Und dieses Pi kriegt jetzt eben auch noch einen speziellen Namen. Das ist Definition 152. Und zwar ist das folgendermaßen: Pi heißt gerade Quotientenabbildung. Das ist sozusagen der deutsche Name. Der hat sich bei solchen Quotientenraumkonstruktionen irgendwie durchgesetzt. Man nennt den aber auch häufig, das ist dann eher die englischsprachige Variante, also englischsprachig im Sinne von so wird es dann häufig in englische Literatur übersetzt. Man nennt das auch kanonischen Epimorphismus. Oder eben auf Englisch Canonical Epimorphism. Das ist halt beides möglich. Gut. Jetzt ist uns noch so ein bisschen die Frage offen, was wollen wir damit überhaupt tun? Jetzt wollen wir das irgendwie so ein bisschen in den Kontext der Vorlesung oder des Kurses bis jetzt einbetten. Und es ist ja so, dass wir uns relativ viel beschäftigt haben bisher mit Vektorraumtopologien und topologischen Vektorräumen. Und was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen irgendwie aus einer Vektorraumtopologie auf E, also wir wollen voraussetzen, dass ET ein topologischer Vektorraum ist, wollen wir irgendwie eine Vektorraumtopologie auf E modulo n einführen. Das ist sozusagen jetzt der Rest für dieses Video. Also nun sei T. Eine Vektorraumtopologie, also insbesondere Hausdorff, ne? Eine Vektorraumtopologie auf E. Und jetzt müssen wir noch voraussetzen, dass das N nicht nur ein Unterraum ist, sondern bezüglich der Topologie abgeschlossen, weil sonst funktioniert das nicht. Also das heißt, die Abgeschlossenheit des Unterraums ist hier tatsächlich recht wichtig. Dann können wir allerdings Folgendes definieren. Wenn wir einen abgeschlossenen Unterraum haben, dann setzen wir einfach die Topologie Tn fest. Also die Topologie ist abhängig von der Vektorraumtopologie auf E, die wir einfügen, und der Wahl dieses abgeschlossenen Unterraums. Dann setzen wir das folgendermaßen fest. Das sollen sein alle Teilmengen des Quotientenraums, also m Teilmenge e modulo n. Ja, sodass Pi hoch minus 1 von m als Urbild, also das ist nicht unbedingt bijektiv, was hier steht. Das ist einfach nur die Schreibweise fürs Urbild. Teilmenge ist der Topologie, die wir haben. Das hat dann nämlich wieder den netten Effekt, dass Urbilder offene Mengen wieder offen sind. Und damit werden dann diese Projektionen stetig. Ja, dann verifiziert man leicht, das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, das ist ein bisschen Nachrechnerei, dass Tn tatsächlich eine Topologie ist. Das kann man sich vielleicht mal als kleine Übungsaufgabe vorsetzen. Das ist nicht dramatisch nachzuweisen, weil Urbilder verhalten sich ja unter Schnitt und Vereinigung relativ zahm. Dementsprechend kann man das sehr leicht sich überlegen. Das heißt, das ist eine Topologie auf E modulo n. Und die kriegt jetzt tatsächlich auch noch wieder einen eigenen Namen. Und zwar den Namen Quotiententopologie. Ja. Das ist also das, was wir. Also man kann sich schon mal grob merken, wann immer wir irgendwie Quotientenräume haben werden, werden die eigentlich fast immer automatisch mit der Quotiententopologie ausgestattet sein, weil das einfach für dieses Konstrukt Quotientenraum einfach das natürliche Setting ist. Also die Quotiententopologie Tn aus 1,20. Moment, jetzt habe ich hier irgendwie ein H am Finger. Das ist doch auch sehr komisch. Aus 1,20 heißt
Quotiententopologie. Moment. Quotiententopologie. Ja, auf E modulo N. Und natürlich ist es so, wackel ich an dem N, dann ändert sich natürlich auch die gesamte Topologie, die dahinter steckt. Das ist auch irgendwo logisch. Ne? Gut. Jo. Das wäre es soweit für diesen ersten Teil von Kapitel 1.5. Beim nächsten Mal gucken wir uns dann die grundlegenden Eigenschaften an von dieser Menge oder von dieser Topologie Tn, respektive von den zugehörigen Räumen. Ja, wir kommen jetzt zu den ersten Eigenschaften der Quotiententopologie und die sammeln wir alle in einem Satz in 1.5.4. Der wird ein bisschen länglich. Es ist allerdings so, dass die Einzelbestandteile nicht zwingenderweise alle kompliziert sind. Also das ist jetzt wirklich so eine Eigenschaftensammlung. Was wollen wir machen? Wir wollen uns irgendwie anschauen, was passiert, wenn E ein topologischer Vektorraum ist. Das ist also unsere erste Grundvoraussetzung. Dann nehmen wir uns einen abgeschlossenen Unterraum, weil wir wollen den ja rausfaktorisieren, so dass wir wieder eine Vektorraumtopologie erhalten. Und da haben wir es halt so definiert in 1.20, dass der Unterraum eben abgeschlossen sein soll. Tau soll, oder T soll die Topologie auf E sein. Und Tn soll die Quotiententopologie sein, eben auf E modulo N. Ja, und dann kriegen wir erstmal so ein paar Eigenschaften. Also erstens, Tn ist dann auch eine Vektorraumtopologie. Also insbesondere ist der Quotientenraum auch wieder ein Hausdorffraum. Zweitens, die Abbildung Pi von E nach E modulo N, die ist linear, offen und stetig. Ja, das sind ja schon mal alles sehr nette Eigenschaften für so eine Projektion, die man auch gerne haben möchte eigentlich. Drittens, das Tn, das ist jetzt eine Charakterisierung der Quotiententopologie, das ist die stärkste Topologie, ja, sodass die Pi stetig sind. Das ist eine Charakterisierung für diejenigen, die sich mit Topologie ein bisschen auskennen. Das geht natürlich auch in einem allgemeineren Rahmen. Ja, die Quotiententopologie ist ja ein Spezialfall sozusagen der Finaltopologie. Und da kann man das eben in diesem etwas allgemeineren Rahmen noch zeigen. Andererseits können wir Tau n auch als eine schwächste Topologie charakterisieren. Das ist nämlich die schwächste Topologie. Sodass die Pi alle offen sind. Gut, das ist also der erste Teil. Jetzt wollen wir uns kurz noch anschauen, oder ich wollte noch kurz was dazu sagen, was 3 und 4 jetzt konkret bedeuten. Habe ich Tau Strich eine Topologie und ich weiß, Pi ist stetig bezüglich T', dann gilt T' ist eine Teilmenge von Tn. Das ist dieses Stärkste. Und umgekehrt, wenn ich eine zweite Topologie T2' habe und Pi ist offen bezüglich T2', dann muss folgen, dass Tn in T2' enthalten ist. Das sind also nochmal sozusagen hier diese Begriffe Stärkste, Schwächste in die entsprechende Topologiesprache überschrieben. Ja, dann machen wir mit B weiter. Wenn ich eine Nullumgebungsbasis von E habe, dann ist das Mengensystem Bn gleich. Alle Projektionen von diesen Nullumgebungen, U in B, dieses Bn ist dann eine Nullumgebungsbasis von E modulo n.
Also das heißt, diese Projektionen verändern sozusagen an Nullumgebungen konzeptuell nichts. Ja, wenn E lokal konvex ist oder lokal beschränkt, dann ist auch E modulo n lokal konvex bzw. lokal beschränkt. Ja, das ist so eine Permanenzeigenschaft, wenn man so möchte. Jetzt gucken wir uns mal an, was mit metrischen Vektorräumen passiert. Das ist ja auch ein wichtiger Fall. Also wenn E ein metrischer Vektorraum ist und die Metrik auf E heißt D, dann wird auch die Topologie auf E modulo n durch eine Metrik erzeugt. Das heißt, der Quotientenraum ist metrisierbar. Und es gilt insbesondere, wenn das D vollständig ist, dann auch das Rho. Ja, also vollständig im Sinne von, ist der metrische Raum M, D vollständig, dann ist auch der metrische Raum M, Rho vollständig. Ja, nächster Spezialfall, was passiert, wenn wir normierte Räume haben? Dann folgt auch die Topologie auf E modulo n wird durch eine Norm erzeugt. Ja, und zu guter Letzt, das ist dann sozusagen die direkte Folgerung aus C bis E, wenn wir sagen, E ist ein Fréchet-Raum, beziehungsweise E ist ein Banachraum, dann erhalten wir hier als letzte Permanenzeigenschaft, dass auch E modulo n ein Fréchet-Raum beziehungsweise ein Banachraum sind, ist. Also das ist der Satz. Das ist ein bisschen länglich, das gebe ich zu. Das kann man aber gut so machen. Ich meine, die Alternative ist es halt, das in sechs Sätze aufzuteilen. Da finde ich das hier irgendwie ein bisschen übersichtlicher. Gut, das wollen wir jetzt beweisen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir einfach frisch ans Werk. Ja, bei A ist es ja so, dass wir eigentlich vier Sachen zeigen wollen. Fangen wir also mal mit der ersten an. Und die erste lasse ich direkt weg, weil die erste lässt sich super leicht mal eben nachrechnen. Also 1 folgt durch Nachrechnen unter Benutzung von Lemma 1, 2, 15. Also das ist sozusagen der Trick, der dahinter steckt. Gut. Ja. Wollen wir also mal zweitens uns anschauen. Da ist ja wirklich ein bisschen was zu machen. Also sind U1 bis UN Mengen in der Topologie, also beziehungsweise im Quotientenraum. Und wir nehmen uns V Alpha aus E modulo N für Alpha aus einer Indexmenge A. So gilt ja, weil das ganze Ding eine Topologie ist, Pi hoch minus 1 von dem endlichen Schnitt. Das ist der Schnitt der einzelnen Mengen. Der Schnitt der Urbilder der einzelnen Mengen. So rum. Und es gilt dann natürlich auch, wenn ich das Urbild nehme, der beliebigen Vereinigung, dann ist das die Vereinigung der Urbilder. So. Jetzt ist es ja so, dass das hier erstmal nichts mit der Topologie in dem Sinne zu tun hat, sondern das sind Eigenschaften des Urbilds als Abbildung.
Das heißt, was wir jetzt hinschreiben müssen, sind Linearität, Stetigkeit und Offenheit. Also Linearität hatten wir gerade schon, ist klar. Stetigkeit ist auch klar, weil das folgt jetzt sofort aus den Definitionen der Stetigkeit. Ne? Urbilder offener Mengen sind wieder offen, das ist hier erfüllt. Da geht jetzt die Topologieeigenschaft ein. Naja, die Offenheit muss man sich vielleicht ein bisschen zusammenbiegen. Das ist aber folgendermaßen, wenn wir U aus T nehmen, dann wissen wir ja, Pi von U ist in Tn, denn, ja, wir können das ja einfach schreiben als Pi hoch minus 1 von Pi von U. Das ist aber nach Definition dieser ganzen Abbildung einfach n plus U. Naja, und das ist wiederum in T. Und dann ist nach Definition der Quotiententopologie gerade Pi von U da drin. Naja, und dann muss aber das Pi offen sein. Und damit sind wir fertig. Ja, und 3 und 4 folgen dann direkt aus 2. Und aus den Definitionen, ne? Das ist mal klar. Und aus den Definitionen und 2. Das rechnet man relativ schmerzfrei nach. So. Jetzt kommt Teil B. Ich sage immer noch mal kurz dazu, was das ist. Teil B ist, wenn wir eine Nullumgebungsbasis haben, dann sind die Bilder auch eine Nullumgebungsbasis im entsprechenden Quotientenraum. Das ist jetzt natürlich sofort klar, weil die Pi ja stetig und offen sind. Ne? Also Teil A liefert uns, die Projektionen sind stetig und offen. Das heißt, wir erhalten damit die Behauptung. Ne? Insbesondere die Linearität ist auch nicht ganz unwichtig. Weil dadurch wird die 0 auf die 0 abgebildet. Das heißt, die nehmen wir hier ruhig mit. Dann haben wir das alles sauber. So, C folgt durch stumpfes Nachrechnen, sag ich mal. Es ist so, also C war dieser Teil, wenn das Ding lokal konvex oder lokal beschränkt ist, dann ist auch der Quotientenraum das. Was man sich überlegen muss, ist Folgendes. Lineare Abbildungen bilden konvexe Mengen auf konvexe Mengen ab. Das ist eigentlich der Schlüssel. Danach muss man nicht mehr viel arbeiten. Der Rest ist wirklich dann langes Nachrechnen. Möchte ich hier an dieser Stelle einfach nicht machen, weil ist nicht spannend. D ist spannend, weil das ist ja der Teil mit dem metrischen Vektorraum. Ne, dann wollen wir also jetzt sehen, dass auch der Quotientenraum sich dann als metrischer Vektorraum realisieren lässt. Und dafür müssen wir jetzt eine Metrik angeben. Ja, wir setzen, also wir geben diese Metrik jetzt einfach an. Also wir setzen Rho von Pi von x, Pi von y. Das soll einfach sein, das Infimum aller z aus dem n d von x minus y, z. Wobei Pi von x, Pi von y eben aus E modulo n kommen. Gucken wir uns kurz an, ob das Sinn ergibt. Hier, das ist die Metrik auf E. Das heißt, hier müssen wir zwei Elemente aus E einsetzen. Das stimmt. Dann kommt ein reeller Wert raus. Und darüber nehmen wir das Infimum über irgendeine Menge. Das heißt, hier kommt tatsächlich ein Wert aus R raus. Das ist also alles entspannt. Dann zeigt man durch Nachrechnen, dass das Rho eine invariante Metrik auf E modulo n ist. Das ist aber wirklich nur reines Axiom nachjagen. Das heißt, der eigentliche Arbeitsanteil ist jetzt, sich zu überlegen, dass das die Topologie Tn induziert. Das ist aber noch relativ einfach. Und dann muss man sich überlegen, dass die Vollständigkeit vererbt wird. Und das ist der Löwenanteil der Arbeit. Also wegen, jetzt müssen wir uns überlegen, was passiert denn mit den Bällen unter der Projektion. Also Pi von, jetzt nehmen wir die Menge aller x aus E, sodass d von x, 0 kleiner ist als r.
Das Bild unter der, dieser Menge unter der Projektion Pi ist gerade die Menge aller u in e modulo n, sodass rho von u,0 kleiner r ist. Das heißt, ist zu jeder offenen Umgebung finde ich halt eine offene Umgebung, die komplett drin liegt, wenn man so möchte. Dann kann ich Teil b anwenden und dann folgt rho induziert die Topologie Tn. Also b ist diese Geschichte mit der Nullumgebung. Hier haben wir Nullumgebungen, die werden ineinander abgeschoben und dann induzieren die halt dieselbe Topologie. Gut, also jetzt sei einfach mal D vollständig. Das ist ja das, was jetzt sozusagen noch überbleibt. Da kann man eigentlich auch direkt auf der neuen Seite machen, ne? Vielleicht gar nicht so schlecht. Also, na, wie viele Zeilen haben wir? Also nun sei D vollständig. Und dann müssen wir natürlich irgendwie eine Cauchy-Folge nehmen in E modulo n. Und jetzt wollen wir zeigen, dass diese Cauchy-Folge in E modulo n bezüglich rho konvergiert. Ja, dann existiert natürlich zunächst mal eine Teilfolge. Die nennen wir UnK von Un, sodass Rho von UnK plus 1 UnK kleiner ist als 2 hoch minus k. Und jetzt wählen wir Epsilon k größer 0. Mit der Eigenschaft, dass Rho von UnK plus 1 UnK plus Epsilon k immer noch kleiner als 2 hoch minus k ist. Und zudem wählen wir einen x in e, einen xk in e, Entschuldigung, mit Pi von xk gleich UnK. Das finden wir sicher wegen der Projektionseigenschaft, die ist ja surjektiv. Und das Ding hier finden wir immer, weil hier eine echte Gleichung steht. Eine echte Ungleichung, Entschuldigung. Das heißt, hier ist immer nur Luft und in diese Luft packen wir ein Epsilon k. So. Und jetzt ist die Idee, wir modifizieren die xk so, dass xk eine Cauchy-Folge in E ist. Das machen wir induktiv. Also. Wir wählen y1 aus n mit d von x1, y1 kleiner rho von un1, 0 plus epsilon1 und setzen z1 gleich x1 plus y1. Nun seien z1 bis ZK bereits konstruiert. Also jetzt kommt das Induktive. Dann wählen wir ein Yk plus 1 Hut aus dem Unterraum N. Und zwar der Gestalt, dass d von xk minus xk plus 1 zu diesem Yk plus 1, dass das kleiner ist als die Distanz d von UnK zu UnK plus 1 plus Epsilon k, was ja wiederum kleiner ist, hier, als 2 hoch minus k. Dann setzen wir, ja, Epsilon k plus 1, das soll jetzt einfach sein, das Epsilon k, was wir schon kennen, plus dieses Epsilon Hut, k plus 1. Und das zk plus 1 erhalten wir jetzt wie oben hier. Wir nehmen uns einfach xk plus 1 und addieren y k plus 1 drauf. Jetzt ist es ja so, dass d eine invariante Metrik ist. Das heißt, wir können folgende Rechnung anstellen. Es ist da nämlich so, dass dass d von zk, zk plus 1, dass das das gleiche ist wie,
d von xk plus yk, ja, das ist jetzt einfach die Definition von zk, xk plus 1 plus yk plus 1, das ist jetzt einfach die Definition von zk plus 1. Das ist aber das gleiche nach der Invarianz wie d von xk minus yk. Und hier steht dann y hut k plus 1. Ja, also was haben wir gemacht? Wir haben einfach minus 2yk reingeballert. Ne? Dann bleibt hier nämlich genau nach Definition dieses y hut k plus 1 stehen. Das hier, das haben wir aber schon mal gesehen. Ja, komm her. Das hier. Das hier können wir jetzt mit dem hier verbinden. Weil wir haben hier zwar das yk stehen, aber für das yk können wir ja hier die Definition anwenden. Dann schlucken wir das eine mit der Metrik raus und dann bleibt nur noch das hier über. Das heißt, das hier kann ich jetzt mit diesem gelben abschätzen durch 2 hoch minus k. Und das gilt für jedes k. Das heißt, der Abstand dieser Folgen wieder geht gegen 0. Naja, und das heißt gerade, dass zk eine Cauchy-Folge ist. Halt in E. So. Wir können sogar noch mehr sagen. Wir können noch sagen, was die Bilder sind. Pi von zk müssen jetzt gerade die UnK sein. Weil das, was da, was an dem zk quasi nicht UnK-Anteil ist, wird ja durch die Projektion aus dem Kern geschluckt. Ja, das heißt, wir haben gerade so eine Folge zk gefunden, die gerade auf diese Teilfolge UnK gemappt ist. So, D ist ja nicht nur invariant, D ist auch vollständig. So, wenn D aber auch vollständig ist, dann wissen wir ja gut, die Cauchy-Folge muss einen Grenzwert haben, ne? Das heißt, zk konvergiert für k gegen unendlich gegen irgendeinen z aus der Menge E. So, und jetzt kommt die Stetigkeit der Projektion ins Spiel, weil dann wissen wir nämlich, dass Pi von zk, das ist ja unk, dass das für k gegen unendlich, ich schreibe das mal bitte andersrum auf, das fällt mir gerade so auf, das ist irgendwie schöner. Also unk gleich Pi von zk. Oh. Das konvergiert ja gegen Pi von z. Und Pi von z liegt ja in E modulo n. So, ja, das heißt aber, unsere Cauchy-Folge UN konvergiert. Naja, und das heißt, Rho ist vollständig. Damit ist Teil D bewiesen. Also ist ein bisschen technisch, also vor allen Dingen hier diese induktive Konstruktion. Aber prinzipiell geht das relativ gut durch. Jetzt wollen wir uns also noch anschauen, wie die Eigenschaften von normierten Räumen respektive Fréchet-Räumen erhalten werden. Ja, und das ist jetzt relativ entspannt, sage ich mal. Also wir wollen irgendwie zeigen, wenn ich einen normierten Raum habe, dann soll auch der Quotientenraum normiert sein. Das heißt, wir betrachten jetzt irgendwie eine Norm, also müssen wir uns die irgendwie einführen. Und im Optimalfall sollten wir die von der Norm abhängig machen, die wir ja schon auf E zur Verfügung haben. Also wir wollen die Norm hier auf E modulo n definieren, indem wir einfach sagen, wir wollen wieder Norm x minus z uns anschauen, also wie man das macht halt, aber auf E. Aber dann müssen wir hier wieder das Infimum nehmen über alle z aus n. Na, dann zeigt man, wie oben im Prinzip, also hier steckt wieder ein bisschen Rechnerei drin, aber es ist auch wieder nur die reinen Normaxiome nachrechnen. Dann zeigt man nämlich, dass E modulo n zusammen mit dieser Norm, die dadurch definiert ist, dass das ein normierter Raum ist. Und analog zu oben zeigt man dann eben, dass diese Norm E modulo n gerade die Topologie Tn erzeugt.
Das ist quasi genau das Abschreiben dieser Gedankengänge hier oben. Ja, und jetzt noch die Folgerung sozusagen für Fréchet und Banachräume. Also Fréchet-Raum, da müssen wir kurz gucken. Also, dass das Ding lokal konvex ist, folgt aus C. Naja, und dass es ein vollständiger metrischer Vektorraum ist, folgt gerade aus D. Also, das ist eine direkte Folgerung aus C und D. Und für den Banachraum liegt das Ganze ähnlich. Da ist es eine Folgerung aus E und die Vollständigkeit zeigt man wie in D. Also folgt aus E die Vollständigkeit zeigt man wie in D. Ja, das heißt, zusammenfassend gesagt, ist diese Quotiententopologie, die wir da haben, auf diesem Quotientenraum tatsächlich die Topologie der Wahl, weil sie einfach das erreicht, was wir uns von so einer Topologie wünschen, nämlich insbesondere die Eigenschaft des topologischen Vektorraums zu übertragen. Ja, nach diesem doch etwas länglichen Satz wollen wir uns jetzt zwei kleinere Anwendungen angucken, die auch wirklich ein bisschen übersichtlicher zu machen sind. Das erste ist der Satz 155. Das sagt gerade Folgendes aus. Wenn ich einen topologischen Vektorraum E habe, ich bin in der falschen Zeile, Entschuldigung. So. Wenn ich einen topologischen Vektorraum E habe und ich nehme mir N einen abgeschlossenen Unterraum und ich nehme F einen Unterraum mit endlicher Dimension, das ist hier halt das Wichtige. Also das n darf beliebig sein, abgeschlossen, aber das f soll endliche Dimension haben. Dann ist auch noch die Summe n plus f, also wenn ich diesen abgeschlossenen Unterraum plus den endlichen Raum nehme, ist das immer noch abgeschlossen. Ein Satz, der völlig falsch ist, wenn das f nicht endliche Dimension hat. Der Beweis geht wie folgt. Naja, N ist ein abgeschlossener Unterraum eines topologischen Vektorraums, das heißt, es ist naheliegend, mal den Quotientenraum zu betrachten. Also tun wir das. Wir betrachten E modulo N und Pi von E nach modulo N, also den kanonischen Epimorphismus. Ja, dann wissen wir, Pi ist eine stetige Abbildung, lineare Abbildung, das heißt, Pi von F ist ein endlich dimensionaler Unterraum. Jetzt aber von E modulo n. Und dann wissen wir aus den Grundlagen der Funktionalanalysis, dass das E modulo n also eine abgeschlossene Menge sein muss. Und jetzt ist es so, das quetsche ich hier unten noch hin, weil das passt noch hin. Es ist nämlich n plus f gerade das Urbild von Pi von f. Unter Pi. Naja, und dann wissen wir, Pi ist stetig. Ja, das heißt, Pi von f hier, das heißt hier n plus f als Urbild einer abgeschlossenen Menge ist wieder abgeschlossen. Das heißt, n plus f ist tatsächlich abgeschlossen. Ist so ein kleines Sätzchen, das man mal ab und zu vielleicht gebrauchen kann, aber es jetzt auch keine prominente Rolle im Folgenden einnimmt. So, und zum Abschluss von Kapitel 1.5 kommt noch eine kleine Bemerkung. Jetzt wollen wir mal gucken, wie hängt denn der ganze Bums zusammen mit den Halbnormen, die wir ja schon eingeführt hatten in Kapitel 1.4. Ja, das ist folgendermaßen. Wenn wir uns einen Vektorraum E nehmen und wir nehmen eine Halbnorm auf E und definieren mal eine Menge n als den Kern dieser Halbnorm, also x in E, p von x gleich 0. Na, dann können wir Satz 143 anwenden und dann wissen wir, okay, unser n ist ein Unterraum von E. Das dürfte uns jetzt alle nicht mehr überraschen.
Jetzt haben wir also einen Unterraum und können also prinzipiell erstmal E modulo n definieren. Ja, das E modulo n als sich ist ja unabhängig gewesen davon, ob der Unterraum abgeschlossen ist. Das Abgeschlossene kommt halt nur dann ins Spiel, wenn wir die Quotiententopologie betrachten wollen. Ja, also daher dürfen wir den Unterraum rausfaktorisieren, also können E modulo n und die dazugehörige kanonische Projektion Pi von E nach E modulo n betrachten. Ne? Und jetzt setzen wir einfach die Norm Pi von x fest als P von x und das x soll aus E kommen. Jetzt müssen wir uns kurz überlegen, ist das eine wohldefinierte Setzung für diese Normabbildung? Naja, wir nehmen einfach mal wieder an, ist P von x gleich Pi von y, dann ist ja P von x minus y gleich 0. Und jetzt haben wir ja in dem Kapitel über Halbnorm, also in dem 1.4, irgendwo so einen Satz gehabt, der uns eine Abschätzung für P von x minus P von y gebracht hat, nämlich P von x minus P von y im Betrag, das ist kleiner gleich P von x minus y. Das ist jetzt aber gerade gleich 0. Ja, und deshalb muss P von x gleich P von y sein. Das heißt, die Norm Pi von x ist gleich der Norm Pi von y. Das heißt, diese Darstellung Pi von x ist wohl definiert. Ja, auf dem Quotientenraum. Also auf E modulo n. Und jetzt kann man wieder wie oben sozusagen nachrechnen, dass durch diese Abbildung gerade eine Norm auf E modulo n definiert wird. Ja, definiert eine Norm, nicht Form. Norm auf E modulo n. Und jetzt kommt eben der Gag, der dieses Kapitel eben wieder thematisch nach hinten rum quasi den Kreis schließt. Das ist nämlich genau die gleiche Konstruktion oder dieselbe sozusagen. Wie bei der Konstruktion der LP-Räume in GFA. Ja, wir erinnern uns, wir hatten auch da festgestellt, dass wir irgendwie eine Halbnorm haben, nämlich die LP-Norm auf dem geschwungenen LP. Das war der Bums hier. Dann haben wir uns den Kern der LP-Norm definiert. Also hier stand die LP-Halbnorm. Haben uns überlegt, dass das ein Unterraum ist. Haben überlegt, dass die entsprechenden Setzungen wohl definiert sind. Na, und dann haben wir eben nachgerechnet, dass dann auch wirklich eine Norm auf dem Quotientenraum existiert, beziehungsweise induziert wird. Nur wir haben das Konzept Quotientenraum nicht Quotientenraum genannt, sondern wir haben halt einfach gesagt, wir setzen das an dieser Stelle so und betrachten es als Äquivalenzrelation. Ja, und hier haben wir jetzt sozusagen diese Konstruktion nochmal in ihrer vollen Allgemeinheit gemacht, nämlich wir haben uns einfach, naja, nicht in der vollen Allgemeinheit, aber in einer deutlich höheren Allgemeinheit, weil wir haben uns irgendwie eine Halbnorm genommen, haben den Kern rausfaktorisiert und kriegen dadurch einen normierten Raum. Und das ist tatsächlich dann das Highlight sozusagen dieses allgemeinen Begriffes. Gut, beim nächsten Mal schauen wir uns dann Beispiele für lokalkonvexe topologische Vektorräume an, insbesondere für nicht normierbare. Und dann machen wir mal entspannt weiter mit dem, was uns gerade dann noch so einfällt. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Bis zum nächsten Mal und tschüss.